In den nächsten 4 Minuten erkläre ich euch, was es mit Septakkorden auf sich hat. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Piano-Snack. Heute geht es um Septakkorde, also all die Akkorde, bei denen im Akkordsymbol so eine 7 dabei steht. Ich stelle euch heute die 6 Typen vor, die am häufigsten vorkommen. Für alle Septakkorde ist es wichtig, das Prinzip der Terzschichtung zu verstehen. Terzschichtung bedeutet, dass unsere Akkorde so aufgebaut sind, dass wir immer kleine oder große Terzen übereinander stapeln. Zum Beispiel bei einem Dur-Dreiklang haben wir erst eine große Terz, und dann von dem Ton aus eine kleine Terz. Wenn ihr euer Wissen dazu nochmal auffrischen wollt, verlinke ich euch hier oben ein Video, was auch nicht besonders lang ist, in dem ich über drei Klänge rede. Alle Septakkorde, um die es heute geht, sind 4 Klänge, also Akkorde, die aus 4 Tönen bestehen. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen, dass wir auf einen Ausgangsdreiklang, also zum Beispiel einen Dur- oder Moll-Dreiklang, wieder eine kleine oder große Terz oben drauf setzen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel auf den F-Dur-Dreiklang, den ich gerade gespielt habe, eine kleine oder eine große Terz setzen. Machen wir erstmal die kleine Terz, das heißt, wir gehen vom äußersten Ton 3 Halbtöne weiter. 1, 2, 3. Dann haben wir diesen Akkord. Das ist ein sogenannter Dominant-Sept-Akkord. Das hängt auch mit dem Thema Dominanten zusammen. Das ist aber auch schön umfangreich, das heißt, da gibt es irgendwann mal ein extra Video dazu. Klanglich hat so ein Dominant-Sept-Akkord eine viel größere Spannung als nur ein Dur-Akkord. Und man schreibt das wirklich nur als F7, das heißt, mit der 7 ist da wirklich die kleine Septime gemeint. Ganz anders ist es bei unserem nächsten Akkord, nämlich der Akkord, der entsteht, wenn wir einen Dur-Dreiklang nehmen und dann eine große Terz draufsetzen. Das heißt, wir gehen jetzt vom äußersten Ton 4 Halbtöne weiter, 1, 2, 3, 4, und dann haben wir diesen Klang. Das ist ein sogenannter F-Major-7. Major 7 bezieht sich hier auf die große 7, das Intervall der großen 7 oder große Septime. Das klingt alleine immer so ein bisschen spröde und auch sehr dissonant. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn wir die Terz und die Quinte dazu spielen. Dieser Akkord hat jetzt einen viel offeneren Klang als so ein Dur-Akkord und gar nicht mehr dieses typische Heitere, was dem Dur-Akkord immer zugeschrieben wird. Für die nächsten 2 Sept-Akkorde nehmen wir jetzt keinen Dur-Dreiklang als Ausgangsdreiklang, sondern einen Moll-Dreiklang. Beispielsweise einen A-Moll-Dreiklang. Wir können jetzt hier wieder eine kleine Terz draufbauen, das heißt wieder 3 Halbtöne weitergehen. 1, 2, 3. Und dann haben wir ein A-Moll-7. Das ist also ein Moll-Dreiklang mit einer kleinen Septime. Vom klanglichen Charakter macht das den Akkord meiner Meinung nach ein bisschen harmloser und auch ein bisschen offener. Auch bei Moll-Dreiklängen können wir natürlich eine große Terz oben drauf setzen. Das heißt, wir gehen 4 Halbtöne weiter. 1, 2, 3, 4. Der Akkordtyp kommt ein bisschen seltener vor. Ihr werdet auch gleich hören, warum. Das ist schon ein ziemlich dissonanter Klang. Der wird ab und zu bei Moll-Stücken als Abschlussakkord benutzt. So mittens im Stück kommen diese Moll-Major-Sept-Akkorde eher seltener vor. 2 weitere Sept-Akkorde würde ich euch gerne noch vorstellen, weil die immer für ein bisschen Verwirrung sorgen. Ausgangsdreiklang ist diesmal kein Moll- und kein Dur-Dreiklang, sondern ein sogenannter verminderter Dreiklang. Ein verminderter Dreiklang ist im Prinzip wie ein Moll-Dreiklang, nur dass wir die Quinte jetzt noch einen Halbton runtersetzen. Das wäre ein verminderter Dreiklang vom A aus. Und genau wie bei den Sept-Akkorden davor setzen wir jetzt hier wieder eine kleine oder eine große Terz drauf. Nehmen wir erstmal die kleine Terz, das heißt wir gehen von hier 3 Halbtöne weiter, 1, 2, 3, dann haben wir diesen Akkord. Das ist ein sogenannter verminderter Sept-Akkord. Das ist ein äußerst interessanter Akkord, dazu gibt es auf jeden Fall auch irgendwann mal ein extra Video, weil man den innerhalb eines Stückes ganz, ganz vielseitig einsetzen kann. Besonders ist er auch, weil der einfach eine Stapelung von kleinen Terzen ist. Das ist eine kleine Terz, das ist eine kleine Terz und das ist eine kleine Terz. Das war der Sept-Akkord, der entsteht, wenn wir auf einen verminderten Dreiklang eine kleine Terz setzen. Jetzt setzen wir mal eine große Terz drauf. Also 1, 2, 3, 4 Halbtöne weiter. Dann haben wir diesen Klang hier. Und das ist jetzt ein sogenannter halbverminderter Sept-Akkord. Zum Beispiel im Jazz kommt der sehr, sehr häufig vor. An die Schreibweise muss man sich am Anfang erstmal ein bisschen gewöhnen, weil die Informationen in einer seltsamen Reihenfolge kommen. Das heißt, wir schreiben erst A-Moll, dann 7. Und dann steht da noch B5, das heißt, dass die Quinte einen Halbton erniedrigt wird.
Okay, das war's schon wieder für dieses Video. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal eine Übersicht für all diese Akkorde. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die mir einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Like da und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Klavierspielen, habt noch eine schöne Woche und macht's einmal gut.